denken, Sie recht haben, dass das in dem Urteil steht. Ich glaube, was die beiden Regierungen darunter verstehen, und ich spreche jetzt unter der Kontrolle des Herrn Botschafters, ist, dass wir den Weg beschreiten, den wir jetzt auch mit der Deutsch-Italienischen Historikerkommission gegangen sind, dass wir gesehen haben in diesen Verhandlungen über die finanziellen Aspekte, dass wir aus verschiedenen Gründen, über die man sicherlich aus moralischer Perspektive, und das haben wir gerade diskutiert, sehr kontrovers diskutieren kann, dass wir aber dort nicht weiterkommen. Und wenn wir wissen, dass die Frage der Würdigung des Geschehens und die Frage des Zuhörens und die Frage der Darstellung dessen, was gewesen ist, gerade hier an diesem Ort, eine solche Bedeutung hat, dann ist die Frage auch, ob es eine verantwortungsvolle Politik wäre, wenn die beiden Regierungen nun versuchen würden, weiterhin dieses Thema, das wir über Jahrzehnte verhandelt haben, weiter zu verfolgen. Und die Wahl beider Regierungen ist, glaube ich, gewesen, diesen Weg nicht zu gehen, sondern den Weg zu gehen, den ich glaube auch herausgehört zu haben aus dem, was wir heute Abend gehört haben. Dass nämlich einfach die Würdigung und die Kenntnisnahme und das Erinnern das Wichtige ist. Und das Unrecht, noch einmal, das Unrecht über das Geschehene kann man nicht wettmachen, das kann man auch nicht finanziell wieder gut machen. Die Rechtslage, da bitte ich um Verständnis. Da kann ich als deutscher Beamter hier auch nichts ungeschehen machen. Verantwortliche vor vielen Jahren ausverhandelt und es gab Gutachten dazu und dies ist die Position, von der aus wir handeln müssen. Und unsere Wahl ist wirklich, das zu tun, was möglich ist. Und ich glaube, dass gerade das, was jetzt durch die Historikerkommission vorgezeichnet ist, ein Weg ist, das war das, was ich sagen wollte, wenn Sie mir das noch erlauben. Das wollte ich noch zur Abrundung sagen, dass natürlich es nicht bei den Empfehlungen bleibt, sondern dass wir sehr konkret vorhaben, diese Projekte hier gerade in Schöneweide einen ehemaligen Bau wieder herzurichten, das Totengedenkbuch anzulegen und dergleichen, dass das Dinge sind, die wir ab dem nächsten Jahr sehr konkret zusammen mit unseren Freunden in Italien in Angriff nehmen werden. Und wir im Auswärtigen Amt haben dafür auch Vorkehrungen getroffen, im Übrigen auch praktische Vorkehrungen, die es wirklich ermöglichen werden, wenn das sich realisieren lässt, hier auch an diesem Ort etwas zum Gedenken, zum Erinnern zu tun. Danke.